Ja, willkommen zurück zu Mafia. Ja, ich bin auf dem Weg zu Cassandra. Denn ja, wir haben die letzte Folge schön beendet mit der Übernahme der Kirche. Das heißt, jetzt müssen wir uns mit ihr besprechen, wie die nächsten Vorgehensweisen sind. Denn ja, was wir bisher wussten, haben wir erledigt, ne? So. Die letzten Meter sind immer mal wieder die schwersten, ne? Komm, ich geh mal ganz harmlos zur Vordertür rein. Ja, keiner da. Dann gehe ich ganz harmlos, doch nicht hoch. Den Wichser kennen wir doch. Der Mann hier heißt Jesse. Wir hatten gerade eine kleine Konversation über Richie Doucette. Hören Sie, ich habe nichts getan, okay? Ich weiß rein gar nichts. Ich bin nur die Straße runter, ich war spazieren und sie hat mich geschnappt, das ist alles. Du gehörst zur Dixie Mafia. Nein, ja, ich meine, scheiße, ich hab's nur wegen dem Geld getan, verstehen Sie? Das ist nichts Persönliches, wisst ihr? Ich bin ja nicht mal bewaffnet. Wo ist Doucette? Er ist in dem verlassenen Vergnügungspark, westlich von hier. Baron Saturdays, was zur Hölle will er da? Naja, das ist nur, weil ihr so ein Chaos macht. Georgie, er dreht durch, er ist auf dem Kriegspfad. Er will Richie tot sehen. Richie hat sich den Rest vom Heroin gekrallt und ist abgehauen. Er wollte abtauchen, bis sich die Sache mit Georgie beruhigt hat. Wie viele Männer sind bei ihm? Scheiße, ich weiß nicht, alle nehme ich an. Gib mir das Messer. Nein, bitte, nein, ich habe doch nichts getan. Bitte, ich flehe euch an, meine Mama, meine arme Mama! Los, hau ab hier. Er könnte Doucette warnen. Der Junge ist völlig ungefährlich. Der rennt jetzt nach Hause zu Mama. Dein Wort in Gottes Ohr. Das wird sonst verdammt teuer. Ein netter Hüftschwung, Cassandra. So, Richie erledigen. Du hast den Heroinhandel und die Prostitution übernommen und damit Richie Doucette und die Dixie-Mafia aus ihrem Loch gelockt. So kommst du an Marcano ran. Enttarne und übernimm seine illegalen Geschäfte. Dann stell dich seinen Leutnants und Capos. Nachdem du ihn all seine Geschäfte genommen hast, kannst du dich um Marcano selbst kümmern. Jetzt geh und erledige Richie Doucette und schnapp dir das Hollow. Na denn? Sag mal, in deinem scheiß Laden verlaufe ich mich ständig. Was ist mit deiner Bluse? So, wir gucken aber jetzt erstmal eine Runde hier. Also ich soll durch den Rummelplatz fahren. Das heißt, ich würde zuerst zu dem Verteilerkasten aus Prinzip. Und jetzt aber, schauen wir mal kurz in die Abschussliste. Das ist immer noch Marcano. Verbündete ist Cassandra. Journal. Das ist übrigens sehr, sehr cool gemacht, wenn man hier ins Archiv guckt. Da kann man schön das Journal durchblättern. Ich finde das echt sehr, sehr schön gemacht. Ups. Und ja. Es ist mal wieder Zeit, in das Archiv zu gucken. Wir haben ein neues Bild. Irgendwie waren Atombusen damals scheinbar in. Oh. Immer die Tab-Taste. Nein, ich will nicht dahin, ich will dahin. Und wir haben einen neuen Playboy. Nämlich die Ausgabe von August 1966 auch noch für 75 Cent. Siehst du? Keine Atombusen.
Und wie gesagt, es geht natürlich nur und ausschließlich um die Artikel, ne? Ist ja klar. Wer schaut sich schon die Bunnies an? Also er zieht eine Fresse. Da haben sie wohl einen Hunt interviewt. Ein ziemlich langes Interview. Schickes Auto. Ja, die hier kennen wir schon, oder? Ja. Und ja, ich würde sagen, wir fahren los und schnappen uns den Verteilerkasten. Und dann gucken wir mal. Theoretisch hat der Idiot auch noch mein Auto, ne? Und ich meine, hallo, es ist mein Auto und es war unbefugtes Betreten. Ich bin da durchgerauscht. Naja. Wie gesagt, es war... Was ist das auf der Karte? Und da ist irgendwas, das muss ich mir jetzt angucken. Tut mir leid, Jungs. Ich war abgelenkt. So, geht es hier irgendwo nach oben oder ist es nur der Keller? Hier geht es nach oben. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich will wissen, was das ist. Hot Rod Ford Exotic New V8. Sammlung. Hot Rod. Da müssen wir ja auch mal kurz durchblättern hier direkt, ne? Mehr sind das gar nicht. Aber gut. Der hat mich einfach wirklich, nennen wir es, angesprungen. Ne? Ich habe den gesehen und habe gewusst, ich muss dahin. So, wir gehen zur Hintertür wieder raus. Und fahren ein paar Meter weiter. Weil da vorne habe ich auch direkt noch einen Playboy gesehen. Und ich meine, sorry, wenn wir den schon so direkt vor der Nase haben. Und dann holen wir uns den auch kurz, ne? So. Da ist er, der Playboy. Ich sehe ihn schon. In die Richtung und mache ich. Und auch hier noch mal ganz kurz. Flash. Wir haben ja schon wieder einen neuen, ne? Gucken wir. Warum habe ich eigentlich den noch immer als neu markiert? Der ist nicht mehr neu. Den habe ich sogar schon durchgeblättert. Muss ich hier noch irgendwie ein bisschen zoomen? Oh Mist, Entschuldigung. Genauso wie hier, da auch das Bild kennen wir schon. Muss ich da einmal zoomen oder so? Also zurück, zurück. Jetzt aber den anderen Playboy hier. Schauen wir da doch mal kurz rein. Ich nehme auch den Mauszeiger aus dem Bild, ne? Das Playboys Playmate of the Month. Das war übrigens... Oh, der war aber sehr kurz hier gerade. Aber den kennen wir nämlich bereits wieder. Also der war sehr kurz. So. Haben wir die zwei Sachen noch spontan mitgenommen hier. Und jetzt... Auf geht's. Hinaus zum nächsten Verteilerkasten. Und danach schaue ich mir den Rummel näher an. Aber erstmal... diesen Verteilerkasten. Dass wir die Vorteile des Abhörens und so auf unserer Seite haben.
Und öffnen. Und auch der hat jetzt ein grünes Lämpchen. Ich sag's ja bloß. Kann doch nicht einfach irgendein Arschloch hereinspazieren. Drei Stück verbraucht scheinbar. Wir sind nicht besser. Ich habe schon wieder einen Playboy gesehen, das ist echt schlimm. Und ich muss den Mist ausschwitzen. Das kann doch so nicht richtig sein. Hochinteressant. Unbefugtes Betreten, herumlungern. Ah, no colored allowed. Ich darf da nicht rein. So, ein wenig Elektronik noch holen hier. So. Wenn ich hier fies bin, dann weil ich ganz allein dafür sorge, dass was zu beißen im Kühlschrank ist. Dass sie ein Dach über dem Kopf hat. Also, wenn ich sauer werden will, wenn ich was zu trinken brauche, wenn ich sagen will, was ich denke, dann tue ich das. Okay. Wie macht man dies? Und wie tut man das? Und natürlich muss ich alle 10 Minuten die Jungs aus der Poststelle von ihrem Tisch wegscheuchen. Und sowas brauche ich nun schon überhaupt nicht. Was tue ich dann? Hühnerzüchten? Bei meiner Arbeit in der Bar lerne ich... Schwing deinen Arsch hier raus! Mach ich. Aber ich nehme den Playboy mit. Alten Knacker Ärger vom Hals. Ja, verdammt. Unbedingt. So, ich bin weg. Also manche dieser Typen, die für ein Amt kandidieren... Aber den schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Also zu viel machen wir jetzt nicht. Oh, wir haben es auch echt weit gerade. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Das ist der Vergnügungspark und das sieht... Naja. Ich muss ehrlich sagen, das sieht ein bisschen wässrig aus. Wie sieht denn der auf der Karte aus? Okay. Ja, ich wüsste jetzt gerade keinen besseren Weg da rein als so. Außer, warte mal, da hinten. Lass mal ein Stück in die Richtung gehen, ob es da trockener ist. Hey, wie läuft's denn? Wie geht's? Die Frage ist halt, ob ich auch da hinten reinkomme, ne? Na? Heute schon auf dem Riesen, auf dem Rummel gewesen. Das ist fast ein Screenshot wert hier. So, haben wir ihn. Ja, und dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, wie wir hier weiterkommen. Ich hoffe einfach mal, dass es hier keine Alligatoren oder so hat. Da hinten ist eine Leiter, das ist super. Da gehen wir hoch. Okay. Noch sehe ich hier nichts. So, feindliches Gebiet. What the fuck? Was war denn das gerade für ein Flashback? Auf jeden Fall soll ich Richie finden. Bin jetzt auf eigentlichem Gebiet unterwegs. Dementsprechend im Schleichmodus. Richie muss endlich mal mit Georgie ins Reine kommen. Er hat doch keine andere Wahl. Sonst sind wir alle gefickt wie deine Mutter nach dem Abschlussball. Sicher, Mann. Sicher. Komm. Machen wir besser weiter, bevor Bobby wieder rumbrüllt. Alles klar. Pass auf deinen Arsch da unten auf. Da kommt keiner in die Richtung. Oh doch, oder? Er haut ab, der andere ist noch da. Hä? Dann rufen wir den doch mal zurück, der noch da ist. Denn jeder Gegner weniger ist ein guter Gegner.
Die Hardman. Naja, gut, ich mag meine eigentlich gerade ganz gerne, ne? Ach, guck mal, und hier ist so eine nochmal. Das ist das coole Vergnügungspark, hat sogar noch Strom und teilweise hier. Umgucken. Das ist schon, es sieht schon cool aus. Also das hier als Kulisse. Nice. Very, very nice. Hoppala. Nimm mal die andere Waffe. Ah, es wäre so schön. Es wäre so schön. Ne, man kann die Luft anhalten. Und es wäre so schön, ihn einfach kurz darüber wegzublasen da hinten. Aber nein. Ich werde es versuchen auf die freundliche Schleichetour. Man kann nicht so viele Nigger provozieren, ohne dass sie stinkig werden. Das ist nur ein Nigger. Scheiß drauf. Könnten auch Georgies Jungs sein, nach Richies Scheißaktion. Scheißegal, ob ein Nigger oder 50 Spaghetti-Wickler. Das Einzige, was dich kümmern muss, ist der eine Wichser direkt vor dir. Ich gehe. Ruf mich, wenn du was siehst. So, der geht wieder weg. Mal gucken. Und wenn er weit genug weg ist, machen wir einen Pfiff. Damit der eine zu uns kommt. Und ja, wieder ein Gegner weniger. Oh, er ist weg. Praktisch. What the fuck? Was geht denn hier jetzt ab? Das sind ganz viele, ne? So, da ist findet Richie. Oh, ich würde so gern oben rumgehen, wirklich. Lassen wir nochmal zurückgehen da. Ob es hier irgendwie einen Weg nach oben gibt. Weil ich würde es so feiern, wenn ich da oben raufkomme. Nee. Da komme ich scheinbar nicht oben rauf, okay. Ja, klarer Fall von man kann nicht alles haben. Ja, an denen müsste ich jetzt schauen, ob ich entweder irgendwie vorbeischleichen kann oder... Oh, warte mal. Oder ich habe doch, ne, oder ich habe doch die Möglichkeit, ein paar Leute in Massen irgendwo hinzulocken. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ne? Weiß nur gerade nicht, wie. Und dann drumherum schleichen, während die da irgendwo hinten beschäftigt sind. Lass mich mal gucken. Mit J breche ich es ab, gell? Ja, gut. So. Ich werde dieses Geräusch ausfindig machen. Na, geht ihr da hin oder geht ihr nicht hin? Die Geräuschquelle ist nicht zu finden. Was? So schnell? Idioten. Ich glaube, es hat nur einer gehört. Das ging ja dann nochmal gut. Ich habe echt mit, ja, auf mehr Ablenkung gehofft durch die Dinger. Oh! Na, komm weg da. Das ist halt die Frage, ne? Wenn ich die jetzt, wenn ich da jetzt pfeife, das hören mehrere. Das ist einfach
sehr, sehr sicher. Und die stehen halt auch echt, die gucken in alle möglichen Richtungen hier. Aber probieren wir das mal von hier. Das hört nur gar keiner. Das hört einer, sehr schön. Wir müssen uns hier langsam mal vorkämpfen. Und auf die Entfernung hat er hinten es auch nicht so richtig geschnallt, was da gerade passiert ist. So, die, ja, die würde ich jetzt beide ranpfeifen. Das will ich nicht, also gehe ich wieder zur Schießbude zurück. Ich nenne das Ding jetzt einfach mal Schießbude hier und pfeife jetzt mal hier. Und hoffe, dass es wieder nur einer ist. Und bisher sieht das gut aus. Und der nächste ist weg. Und liegt auch super, super versteckt. So, und jetzt? Jetzt könnte ich wahrscheinlich an den Zweien auch einfach relativ schnell vorbeischleichen. Ich hätte gedacht, dass es besser klappt als so, aber gut. Und da ist, ah, da oben ist wer. Okay, da muss ich also aufpassen. Bevor ich zu sehr aufpassen muss, mache ich den lieber auch noch weg hier. Da oben ist der Knilch, der mich nervt. Der Einzelne da hinten ist mir jetzt gerade mal egal, nachdem ich da auch nichts Grünes sehe. Wir durchsuchen jeden Winkel, bis wir ihn finden. So, die zwei schwärmen aus. Da habe ich die Leiche natürlich schlecht liegen lassen, wenn es blöd läuft. Okay. Ich finde es toll, dass die sich immer wieder auftrennen. Das macht es mir so viel einfacher hier. Der kommt aber zurück gerade. Das ist vielleicht nicht so gut. Ich muss mich jetzt beeilen. Ja, das hat aber geklappt. Jetzt sieht er mich nicht mehr, aber die Leiche sieht er. Und zack. Stapeln wir eine Runde die Leichen da. So, und weiter hinein. Eine tolle Fahrt erwartet euch!
Okay, die stehen da an. Da ist die Anstehschlange. Und da hinten hätte ich einen Medizinschrank, den ich noch nicht brauche. Etwas spät, um es dir anders zu überlegen. Also raus da mit dir, du Feigling. Sonst erschieße ich dich selbst. Scheiße! Verfickt! Na gut! Jawohl, komm an! Ich habe mich so versteckt, dass der mich hoffentlich nicht... Oh. Okay, wo geht der denn hin? Einer weniger. So, der kommt zurück, das heißt, er ist der Nächste. Ist auch gerade keiner da, der mich dabei sehen könnte. Sehr praktisch. Na, da wollte ich nicht hin. Geh da hin, Deckung. So. Was sind das für zwei Knilche? Mal gucken, wo die lang gehen. Der geht da hinten hin und der bleibt da stehen. Jetzt muss ich noch beobachten, wo der eine da hinten hingeht. Ob der wieder quer zurückläuft oder ob der irgendwo anders hingeht. Wenn er quer zurückläuft... Der steht da gar nicht so schlecht zum Einzelnen wegschnipseln, schnapseln. Er raucht eine und macht so gar keine Anstalten mehr. Da zurückzukommen. So. Sobald du zurückkommst, hab ich dich. Und der andere, da steht ja auch wunderbar, dass ich den da von hier aus dann anschleichen kann. Ja, komm, lauf in dein Verderben. Und weiter geht's. So, so sieht er mich nicht. Oh, guck mal. Der sieht mich hier gar nicht. Hier ist es gruselig wie in der Hölle. Ist das hier die Bayou Monster Show? Ich hab's nicht so mit Kinderkarussells. Aber ich glaube an den Rougarou. Im Ernst jetzt? Der Weg, den wir mit Richie gehen, der führt uns geradewegs ins Maul dieses Monsters. Ach, scheiße. Warum musste ich auch mein Maul aufmachen? Na ja, komm. Welche Richtung trennt ihr euch? Ihr kommt nicht beide. Danke. Ich wollte schon sagen, das wäre nämlich jetzt echt mies gewesen. So, was haben wir hier alles? So, die laufen da nämlich komisch kreuz und quer rum und der eine müsste mir jetzt dann relativ nahe kommen. Und wenn ich da noch einmal pfeifen muss, dass er noch näher kommt.
Ich muss nur aufpassen, dass der da hinten das nicht auch... Er hat es nicht mitbekommen. Und er kommt auch nicht näher. Er guckt jetzt hoffentlich auch gleich weg, wenn ich das hier mache. Habe aber gerade Schwein gehabt. So, Richie soll da hinten sein. Da sind Jungs an der Krake. Und da hinten ist einer, da komme ich wahrscheinlich oben rum. Ich mag die Wege oben rum ja total, da sieht man besser. Und der braucht ja auch nur ein bisschen bewegen, dann habe ich den. Na, perfekt. So, und dann schauen wir mal, wie wir jetzt hier. Jetzt kann ich mich auch selber umgucken, wie der da gerade drüber geguckt hat. Das ist eine super Aussicht. Und mit dieser Aussicht verabschiede ich mich ins nächste Mal. Die halbe Stunde ist leider schon wieder rum. Dementsprechend, ja. Däumchen wären Träumchen, Kommentare sind gern gesehen. Und natürlich bitte den Kanal abonnieren. Das freut mich dann immer noch am meisten. Bis dahin, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.